Willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Nachdem wir letztes Mal über die Tech 1 und die Tech 4 gesprochen haben, geht es heute mal um die MCS 1. MCS 1 heißt Master Control System, und jetzt packen wir mal das Basisgerät um die Fünffache aus, dann schauen wir mal, was alles so rauskommt. So, das ist ja nicht ganz. Das ist das Basisgerät vom MCS 1. Da kann man verschiedene Dosierpumpen ansteuern und Messwerte im Aquarium erfassen. Dazu kommen wir später nochmal. Die Zusatzgeräte gibt es jetzt in 5-Kanal-Ausführung, wie hier. Die ist die EP5, gibt es aber auch als 3-Kanal. Also kann man 3, 5, 8, 10, 13 oder 15 Dosierpumpen mit dem Gerät ansteuern. Der Vorteil jetzt zum Beispiel ist, wenn ich mal das Kabel raushole, kann ich es euch mal zeigen. Zack. Und das hier rein. Ich kann jetzt praktisch das Basisgerät kann ich außen am Aquarium irgendwie befestigen. Die Dosierpumpe kommt irgendwo in den Unterschrank, sieht kein Mensch, kann man schön von außen programmieren. Sorgt für ein bisschen Ordnung. So, ich habe jetzt mal hier das Maximale aufeinander gepackt. Das sind jetzt praktisch 3x5 Kanäle. Somit habe ich die Möglichkeit, bis zu 360 Dosierungen pro Tag durchzuführen. Und jetzt muss man natürlich dem Basisgerät sagen, welche Pumpe es ansteuern soll. Und dazu muss ich jeder Pumpe einen Namen geben, also eine IP-Adresse. Ich bin jetzt hier beim untersten. Ich habe jetzt das unterste eingesteckt. So, jetzt gebe ich mal die Adresse ein von der ersten Dosierpumpe. Die erste hat die Nummer 1, das ist okay. So. Hat er gefressen. So, jetzt gehen wir zur nächsten. Muss man also bei jedem Gerät einzeln machen. Also man kann nicht alle anschließen, weil sonst weiß es nämlich nicht, welche Pumpe gemeint ist. Ich schließe jetzt das nächste an. So. Standardmäßig ist immer die IP-Adresse 1 eingegeben oder die Gerätenummer. Bestätigen. So. Jetzt weiß das Gerät, also das Zusatzgerät, dass es die Nummer 2 ist. So, jetzt kommen wir zum dritten. Gleiches Spiel, lädt wieder, wenn der Strom weg war. Also Stromausfall, die Uhr läuft weiter und die Einstellungen bleiben alle erhalten. Die Einstellungen ewig und die Uhrzeit ein paar Tage. So, haben wir das auch, jetzt sind wir fertig. So, jetzt verkabeln wir die mal miteinander. Also das ist praktisch die Nummer 1. Da kommen wir mit dem Basisgerät kommen wir rein. Dann gehen wir raus in die Nummer 2. Und von der Nummer 2 gehen wir in die Nummer 3. So, die sind jetzt alle drin. Also das Basisgerät, habe ich ja vorher schon mal gesagt, kann man irgendwo hinkleben. Da sind auch so, hinten sind so Klettverschlüsse drin. Die Flauschseite haben wir hier. Einfachheitshalber machen wir die mal drauf. So, und jetzt kann man das hinkleben, wo man möchte. Gucken wir, dass wir es schön krumm hinkriegen. So, ist jetzt zum Beispiel hier, das könnt ihr aber am Schrank machen oder am Aquarium direkt. Alles kein Problem. So, jetzt programmieren wir mal eine Pumpe. Dann gehen wir zu rein. Gehen wir zu Pump Settings. Jetzt könnte man zum Beispiel die einzelnen Pumpen mal ansteuern, um eben die Schläuche zu entlüften. Können wir mal schön machen. Zack, jetzt Device 1, ist also das erste Gerät.
die erste Pumpe. Kann man hochgehen, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kommt das zweite Gerät, die Pumpe 2, es müsste die sein. Passt. So, jetzt programmieren wir aber wirklich mal so eine Pumpe. Jetzt 2, Pump Settings. So. So, und die kann man eigentlich auch kalibrieren, die Pumpen, dass die Genauigkeit besser ist. So, jetzt kommen wir zu Pump Setting, das ist jetzt Nummer 1. Die wollen wir machen. So, jetzt geben wir die Milliliter ein, wo wir pro Tag dosieren möchten. Geht wieder zwischen 1 und 1999. Machen wir mal 100. Jetzt fragt er, in wie viel Zyklen, einmal am Tag haben wir jetzt, also einmal die volle Dosis oder die 100 Milliliter in 24 Teile, das heißt jetzt jede Stunde in 24stel der 100 Milliliter. Oder in zweimal, das ist 2 mal 50, oder in 3 sind es 33,3. So, jetzt können wir die Startzeit noch angeben. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, was weiß ich, um 4 Uhr soll es anfangen. So, und jetzt kann man sagen, an welchem Tag, also es ist wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn überall eine 1 drin ist, heißt das, er dosiert jeden Tag. Können wir zum Beispiel sagen, Montag dosieren wir nicht. Wir dosieren plus Dienstag und Mittwoch und Donnerstag wieder nicht. Und am Freitag und am Samstag dosieren wir wieder. Und am Sonntag nicht. So, fertig. Jetzt haben wir die erste Pumpe programmiert. Das gleiche kann man jetzt mit allen anderen auch machen. So, jetzt haben wir noch unsere Messwerterfassung hier unten. Die haben wir jetzt noch nicht angeschlossen. Das machen wir jetzt auch noch. So. Und dann muss man geschwind das Gerät stromlos machen und nochmal einstecken. Sonst, dass es beim Booten erkennt es immer oder checkt es ab, wie viele Geräte oder welche Geräte angeschlossen sind. Jetzt zeigt es an, Checking Device. 1, 2 Geräte. 3x5 Kanal und das MU1 ist auch drin. Dauert es ein bisschen, bis es alles geladen hat. So. Und jetzt zeigt es auch gleich an die Temperatur, der pH-Wert, der ist jetzt zu hoch, weil wir eben nicht im Wasser sind. Leitwert und Redox. Natürlich haben wir auch einen Sondenhalter für die Messsonden. Packe ich jetzt mal aus. Muss man noch zusammenschrauben. Geht dann so. Das sind praktisch die drei Sensoren nochmal. Hier gerade der pH und Temperatur, der Redox und der Leitwert. Und die kann man dann hier in den Sensorhalter reinklemmen und den kann man dann entsprechend je nach Wasserstandhöhe kann man den verstellen. So, zusammengefasst nochmal, praktisch mit dem Basisgerät vom MCS kann man 3 Dosierpumpeneinheiten mit 3 oder 5 Kanälen jeweils anschließen. Also bis zu maximal 15 Kanäle und somit 360 Einzeldosierungen pro Tag. Sowie das MU1, die Messwerterfassung. Hier kann man Temperatur, pH, Redox und Leitwert erfassen und somit hat man alles im Blick auf dem kleinen Gerät. Das könnt ihr euch irgendwo hinhängen, ins Aquarium, in den Schrank oder was weiß ich, neben das Sofa, dass ihr immer alles im Blick habt. Und sonst, ja, das war's eigentlich dann. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war auch ein bisschen interessant. Und abonniert uns doch auf YouTube, Facebook oder Instagram. Bei YouTube die Glocke aktivieren, dass ihr keins von unseren Videos verpasst. In der Regel jede Woche gibt es ein neues und ansonsten viel Spaß mit eurem Aquarium und bis zum nächsten Mal. Ciao!